und dann kam, sab, ha kam. So, die fünf neuen Wörter von heute. Und ganz zum Schluss, wie immer, die Anwendung innerhalb von Sätzen, wo wir diese neuen fünf Wörter kombinieren mit dem vorher gelernten, also mit allen Wörtern aus Lektion 1 bis 18. Deshalb auch die Voraussetzung für diese Lektion. Teillesen und schreiben natürlich, die Lektionen 1 bis 21 und die Wörter von Tag 1 bis Tag 18 dieser Lektionsreihe 5 Wörter täglich. Aber das sollte kein Ding sein. Ne? Gut, die Wörter für heute: Og da, Dong, Tang. Und Tini und auch Tinan. Die Übersetzung dieser Wörter oh, heißt verlassen, aussteigen oder irgendwo rausgehen, rauskommen, was auch immer. Rausnehmen kann es auch heißen, alle möglichen Varianten. Dann haben wir DAG, ja, was bedeutet von, also zum Beispiel von Thailand, von Deutschland, von dort, von hier, von äh, welche, welchen Ort, von welchem Ort wir auch immer sprechen wollen dann ein Verb dang bedeutet müssen etwas tun müssen oder die Pflicht haben ja etwas zu tun tang heißt Weg Pfad oder auch Richtung also diese Richtung dieser Weg dieser Pfad und so weiter dann haben wir hier eine Ausnahme nämlich tini und tinan die übersetzung hiervon tini heißt hier oder dieser Ort, wo wir uns befinden, während demgegenüber Tinan dort oder jener Ort heißt. Nun fragt ihr euch vielleicht, was ist hier die Ausnahme? Äh, wenn wir schon ein bisschen mehr wissen über die Schreibweise der thailändischen Silben, dann sehen wir, dass die erste, also der erste Ausdruck Tini zweimal im fallenden Ton gesprochen wird, also Tini. Und die zweite Schreibweise Ti Nan im fallenden und dann im hohen Ton. Nun, was ist hier dran speziell? Ich erkläre es ganz kurz. Wir haben zwei Ausdrücke, nämlich nie und nie, welche zum einen bedeuten äh, dieses und zum anderen irgendein ein Hauptwort oder ein Substantiv gefolgt bei nie, welches dann im Deutschen genau andersrum ist, nämlich diese, dieser, dieses und welches Substantiv wir auch immer dafür dann einsetzen wollen. Dieser Weg, dieses Schloss, dieser Garten, diese Person und so weiter. Nun, äh, wir sehen also, dass das äh, Pronomen nie im, Fall, im fallenden Ton, also das linksstehende, eigentlich den ganzen Ausdruck ersetzt, nämlich diese Person, die, dieser Weg, dieser Garten, dieses Mädchen, wovon immer wir sprechen wollen, wird ersetzt durch das Pronomen, wie ja im Deutschen auch, nämlich einfach dieses. Also wenn immer, wenn immer wir von einer Situation sprechen oder von einem bestimmten Gegenstand einer Person und so weiter, können wir einfach äh, darüber Auskunft geben, indem wir nie sagen und vielleicht noch drauf zeigen also diese Person wenn ich diese Person meine dann sage ich nie und dann was ich sagen möchte oder eben wir geben das das Nomen noch an also diese Person zum Beispiel wie wir es hier haben Tang-ni. dann ist dieses zusätzlich bestimmende diese dieser dieses im hohen Ton geschrieben koni Tangni, während dem eben das pauschalisierende Pronomen Ni gesprochen wird, im fallenden Ton, und auch geschrieben wird. Nun, jetzt habe ich ein bisschen viel gesprochen, aber warum ich das erkläre, ist eben hier die Ausnahme. Wir würden erwarten, wenn wir von einem Ort, nämlich Ti, sprechen, dass wir dann ebenfalls sagen würden, wenn wir diesen Ort meinen, ti ni. Im hohen Ton. Aber wie, wie bereits in den Wörtern eingeführt, ist das eben hier eine Ausnahme. Diese Schreibweise existiert also nicht und wir verwenden tini, das als Ausnahme für hier oder dieser Ort, wo wir uns befinden. Nun haben wir genau dieselbe Zusammensetzung mit, äh, mit, dieser, mit diesen Ausdrücken, nämlich nan und nan in den zwei verschiedenen tonlagen nämlich fallend und hoch die übersetzung wiederum jenes als platzhalter oder als pronomen für eine situation eine person oder eben einen gegenstand über welchen wir sprechen oder dann jene jener jenes und gegenstand person wo, situation worüber wir sprechen also nochmal diese zwei möglichkeiten über einen Gegenstand, eine Person oder was auch immer zu spezifizieren. Zum Beispiel, konan, Tangnan bedeuten jene Person oder jener Weg, über den wir sprechen, oder einfach als Gesamtes das Übersetzen, den Ausdruck Weg, Person und so weiter ersetzen durch nan im fallenden Ton was wir hier rechts haben auf dem Bildschirm, wenn wir natürlich bereits wissen, worum es geht. Okay, und hier ist eben keine Ausnahme vorhanden mit diesem Ausdruck, nämlich Tinan heißt auch dort, jener Ort, ohne dass es eine Ausnahme wäre. Also dies im Gegensatz zu Tini. Wir haben also diese zwei Wörter. Tini, zweimal Faldaton, sehr wichtig, und Tinan. Phanaton und Horton. Gut, das ist die erste äh, Ausnahme, sage ich mal, oder die, die erste zusätzliche Einführung dieser Lektion Tag 19. Dann ist hier eine weitere. Es geht um äh, Hilfsverben und wir haben ja bereits kennengelernt, ganz genau in der Lektion Tag 10, dass das Wort ma auf thailändisch in Deutsch Kommen bedeutet, also das Verb kommen. Dies wird oft als Hauptverb verwendet, zum Beispiel ich komme heute nicht. Wani zum Beispiel. Aber es kann eben auch als Hilfsverb verwendet werden und gibt, ähm, gibt dem Verb, was vorne dran steht, eine, entweder eine Richtungskomponente oder auch teilweise eine zeitliche Komponente. Wir schauen uns jetzt hier mal die Richtungskomponente an. Paw, trauma, hong pom bedeutet so viel wie, also das, das, das Verb natürlich hereinkommen, aber Vater kommt in mein Zimmer, kommt in mein Zimmer herein. Also die Sichtweise des Sprechers in diesem Fall, von mir, also von Pom, ich bin bereits im Zimmer drin und der Vater kommt herein. Wir haben diese Unterscheidung im Deutschen ja auch herein anstelle von hinein. Hinein wäre ganz natürlich, wenn wir draußen wären und er ins Zimmer hineingeht. Währenddem wir hier sitzen, kommt er herein. Gut, das gibt es im Thai eben auch mit diesem Kauma, also Kau. Erinnert ihr euch vielleicht, heißt to enter also hineingehen oder rein in etwas wie auch immer und kau ma heißt nun hereinkommen. Gut. Ein anderes Beispiel dieses Hilfsverbs ma in Zusammensetzung mit einem Hauptverb. Ma dag Dagbahn. und das hier heißt jetzt herauskommen, weil eben ma die Richtung angibt, in welcher wir sprechen und folglich anzeigt, wo wir uns befinden. Also die Mutter kommt aus dem Haus. Ogma rauskommen. Demgegenüber haben wir das Hilfsverb bei, welches als Hauptverb bereits in Tag 3 eingeführt wurde, nämlich als gehen. Also ich gehe auf den Markt. Heute gehe ich auf den Markt als Hauptverb, aber eben auch wie ma kann das bei verwendet werden als Hilfsverb, nämlich hier, Pa, kau bei und im Gegensatz zu was wir oben gesehen haben heißt jetzt hineingehen, nämlich der Vater geht in mein Zimmer hinein, folglich bin ich draußen, diese räumliche Komponente. Dann haben wir hier das zweite Beispiel, mae org bei Dagban. Die Mutter geht aus dem Haus hinaus. Und selbstverständlich könnten diese Sätze auch mh, so gesagt werden, ohne die zusätzlichen Hilfsverben ma und bei zum Schluss. Aber es ist eben eine Verstärkung oder eine Andeutung, in welche Richtung das Ganze geht. Gut, das als kurze Einführung, bevor wir jetzt äh, zu den Sätzen kommen. Prio. So, die Anwendung oder Sätze. Der erste Satz. Sawadee ka? Kun mi Mi krab? Also eine Frage zuerst links, dann die Antwort auf der rechten Seite. Mit dem Bindestrich, äh, mit dem Bindestrich äh, unterschieden. Sawadee ka? Hallo? Kun mi Hast du Freunde oder hast du einen Freund? Als Frage und die Antwort: Mi krab. Ja, das habe ich. Oder ja. Ich denke, hier sollte alles klar sein. Der zweite Satz: Soati krab, Hallo, ich wollte fragen oder ich würde gerne fragen. Das Restaurant, ist es in diese Richtung oder ist es in jene Richtung? Als Frage. Und hier haben wir eben jetzt ein, ein, eine Situation, ein Objekt oder was auch immer, nämlich Tang, der, der Weg, die Richtung und spezifiziert durch diese oder jene Tangi oder Tangnan, also diese Richtung oder jene Richtung oder dieser Weg. Jener Weg. Als Frage. Und die Antwort darauf könnte sein, ahan Ju, tangile. Es ist in diesem Weg, also es ist in dieser Richtung. Oder gehen Sie einfach in diese Richtung. Da ist das Restaurant. Oder wie auch immer wir das übersetzen wollen, frei. Gut. Nächsten Monat äh, Vater und Mutter oder die Eltern oder meine Eltern, was immer gemeint ist, müssen aus dem Haus raus. Und äh, hier könnte man jetzt als Zusatz auch, auch sagen: oder je nachdem, in welchem äh, Zusammenhang das dann stehen würde. Aber auf jeden Fall geht es hier um die zwei äh, Wörter, dang, müssen, etwas tun müssen und or, oh, raus, rausgehen, rauskommen, wie auch immer das dann gemeint ist. Nächster Satz, wani nang Bisschen langsamer, wani heute, also Objekt und ni spezifiziert. Tag dieser, dieser Tag, nämlich heute, bei du Nang, kommst du raus äh, und gehen wir dann einen Film schauen. Hier eine Serialisierung von Verben, nämlich og, ma, bei du. Vier Verben in einer Reihe. Das ist die Verbserialisierung, sehr häufig im Thai. Also du rauskommen raus kommen gehen schauen also kommst du raus um einen film anzuschauen mit mir als frage die antwort könnte dann sein Wa bei du bei du heute kann ich nicht mitkommen oder nicht mitgehen einen film zu schauen gehen wir einen film Schauen nächste Woche. Frage. Oder gehen wir nächste Woche zusammen einen Film schauen? Als Antwort auf die oben gestellte Frage. Der nächste Satz. Hier haben wir eben diese Ausnahme. Tini. Anstelle von, was wir erwarten würden. Tini, aber hier Tini. Gut. All, einfach nochmal als Erinnerung wichtig zu unterscheiden. Tini gab Tinan. Also hier und da, welchen Ort magst du? Oder magst du diesen Ort oder jen, oder jen Ort da drüben? Und die Antwort, ich mag es hier, ich mag diesen Ort oder diese Location. Muss dein Vater heute arbeiten gehen? Als Frage und eine mögliche Antwort, bei, oder sorry, ka. Heute muss er arbeiten, ja. Und das Wort in Klammern kann auch weggelassen werden und zum Beispiel einfach nur gesagt werden oder kau tam ganz kurz. Der nächste Satz Döni, wiederum Objekt und Spezifikation, diesen, also Monat, dieser oder dieser Monat oder diesem Monat. Yang Also in diesem Monat bin ich noch nicht in dein Zimmer reingegangen oder bin ich noch nicht in deinem Zimmer gewesen, habe ich noch nicht äh, die Möglichkeit ergriffen, in dein Zimmer reinzugehen. Und hier wiederum als Wiederholung das Dai drückt aus, dass eben die Möglichkeit noch nicht äh, wahrgenommen wurde, nämlich Yang dai still or not yet, noch nicht reingegangen. Also Birni Chan Yang die, Kaupai, Hong Kun Diesen Monat bin ich noch nicht in dein Zimmer reingegangen. Jag bei Tangnan. Würdest du gerne in diese Richtung gehen oder in jene Richtung? Oder würdest du gerne diesen Weg gehen oder jenen Weg? Und die Antwort, die möglich wäre hierauf, pom Top Tang Ni La nan Krab. Also ich mag sowohl diese Richtung als auch jene Richtung oder ich mag diesen Weg als auch jenen Weg oder mir ist es egal. Und der letzte Satz. Kun Tam Ahan Ben Mai. Denkst du, Frauen sollten äh, fähig sein zu kochen? Oder denkst du, also bist du der Ansicht, dass Frauen äh, kochen können müssen? In dem Sinn? Tam ahan ben. Das Wort ben haben wir, hatten wir bereits gelernt, etwas wissen, wie man etwas macht. Also Tam, Ahan, Ben. Essen, zubereiten können. Und dann die Vorgeschichte. wa, denkst du? Und jetzt das folgende. Puying, die Frauen oder Mädchen, Dang müssen fähig sein, um eben das Essen zuzubereiten. Auch hier wiederum gehen die Ansichten auseinander. Und das ist aber nicht Teil dieser Lektion. Gut, ich hoffe, die Sätze sind hilfreich, um eben dich im Lernen weiterzubringen, um mehr über die Struktur zu erfahren, Detailsprache und eben um fünf weitere Wörter kennenzulernen, die nun dein Vokabular schon ganz gut ergänzen. Und ich denke, mit der Ansammlung der Wörter bis hierher wird es die Möglichkeit sein, viele diverse... Aussagen bereits selbst zu kreieren im Thai, auch wenn teilweise vielleicht die Wortstellung noch nicht ganz stimmt. Gut, um eben diese Wortstellung noch mal ein bisschen zu verinnerlichen, an welcher Stelle welche Wörter genannt werden, gehe ich die Sätze noch einmal durch, lese sie vor, damit du dir, dich auch vertraut machen kannst mit dem Klang der Wörter und der Satzstellung und so weiter. Der erste Satz. คุณมีเพื่อนไหมคะมีครับสวัสดีครับผมอยากถามว่าร้านอาหารอยู่ทางนี้หรือทางนั้นร้านอาหารอยู่ทางนี้เลยเดือนหน้าพ่อกับแม่ ต้องออกบ้านแล้ววันนี้คุณจะออกมาไปดูหนังกับฉันไหมคะวันนี้ไปดูหนังกับคุณไม่ได้ไปดูหนังกันอาทิตย์หน้าไหมครับที่นี่กับที่นั้นคุณชอบที่ไหนฉันชอบที่นี่คะ่ะ วันนี้พ่อคุณต้องไปทำงานไหมวันนี้เขาต้องทำงานค่ะเดือนนี้ฉันยังไม่ได้เข้าไปห้องคุณเลยคุณชอบไปทางนี้หรือว่าอยากไปทางนั้น Und der letzte Satz. Gut. Herzlichen Dank für Ihre Treue, für die Aufmerksamkeit und ich hoffe wirklich, dass die Lektionen sehr hilfreich sind im Lernen der thailändischen Sprache. Kong เราหวังว่าเราจะได้มีโอกาสเจอกันอีกในบทวันที่20ครับสวัสดีครับ